Also deswegen Better West. Better West ist eine Firma hier in Frankfurt, die sich mit Crowdinvesting beschäftigt. Und das heißt, viele Einzelpersonen legen kleinere Summen zusammen, um größere Projekte zu finanzieren. Better West konzentriert sich in seiner Tätigkeit ausschließlich auf Energiewendetechnologie. Also es sind ausschließlich Photovoltaikprojekte oder Afrika-Projekte, die finanziert werden. Wir hatten vorhin bei Professor Düren nochmal diese Entwicklung der Weltgesellschaft mit Kohle, ne? Also die Exponentialkurve steigt um 1890 mit der Einführung von Kohle, später Erdöl. Und diese Technologien brauchen zentralisierte, potente Strukturen. Also die Deutsche Bank zum Beispiel ist gegründet worden, um solche Großprojekte zu finanzieren von der deutschen Industrie. Better West weist jetzt nochmal hier sehr zu Recht darauf hin, dass die Projekte, die finanziert werden, über die Bürgerbeteiligung finanziert werden, also die Aktivierung der Bürger, um dann auch eben dieses große Ziel der Energiewende zu realisieren. Was man da jetzt eben mitdenken muss, ist, wir brauchen für Energiewendeprojekte nicht so viel Geld, wie um ein Kernkraftwerk zu bauen. Das heißt, wir brauchen sehr viel weniger Geld, und wenn wir das über die Crowd zusammensammeln, können wir sehr schnell ein disruptives Potenzial aufbauen. Also wenn man sich den Aktienkurs von E.ON anschaut, seit letztem Jahr, ist der gnadenlos im freien Fall. Und das hat auch mit der Energiewende zu tun. Hier weist der Mike Wahab nochmal darauf hin, welche Energieeinsparpotenziale es über die Projekte auch der Better West gibt. Würde ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Hier bringt das wunderbar auf den Punkt, nämlich eine erste Crowdinvest-Plattform über die Bürgerenergieprojekte öffentlichkeitswirksam zu finanzieren und an den Einsparungen zu partizipieren. Das heißt, Sie haben zwei Möglichkeiten. Einerseits können Sie es als Investment reingeben, und Sie können es aber auch spenden. Es gibt beide Möglichkeiten. Hier sieht man nochmal sehr schön auf einen Blick, dass diese ganze Crowdlending, Crowdinvesting-Entwicklung sehr stark zunimmt. Also es werden jetzt deutlich mehr Kapital bewegt als noch vor wenigen Jahren. Und wenn Sie sich erinnern an die Kurve von Michael Düren, diese Exponentialkurve, mir scheint es, dass wir jetzt an diesem Sockel der Exponentialkurve sind. Hier definiert das nochmal, also Crowd Investing ist, Sie wollen auch Geld damit verdienen, und Crowd Lending wäre, Sie verschenken das Geld für gute Projekte, und das Ganze ist eben Crowdfunding als der Oberbegriff. Wie funktioniert das Ganze? Sie haben ein Projekt, das wollen Sie finanziert bekommen, das wird geprüft von Better West, von Experten von Better West. Dazwischen sind Treuhänder geschaltet. Wenn das Projekt profitabel scheint, wird es in die Plattform gestellt. Die Investoren werden gesucht. Die Investoren geben ihr Geld den Treuhändern. Und erst wenn das Projekt zustande kommt, zahlen die Treuhänder das Geld an die Unternehmen oder Unternehmer aus. Das Interessante ist, dass Better West, wie viele andere auch wie Bitbonds oder Bitwala, nicht nur sozusagen Unternehmen, Standalone-Unternehmen sind, sondern eingebettet in ein ganzes Weltbild. Das können Sie auch an der neuen GLS-Bank Crowdfunding-Plattform sehen. Das funktioniert da ähnlich. Und Better West unterstellt, dass wenn jemand diese Crowdinvesting-Aktivitäten entfaltet, dass er sozusagen ein eigenes Ökotop entwickelt, was hochattraktiv für Mitarbeiter, für Kunden und so weiter ist. Darauf würde ich jetzt gar nicht groß eingehen. Better West ist einfach im Bereich der Chris-Öko-Crowdfundings die größten in Deutschland. Machen wir es mal ganz praktisch und konkret. Hier sehen Sie ein schönes Beispiel. Sie haben eine Schule in Ghana. Das hat Better West finanziert über viele Einzelpersonen, die da kleine Summen gegeben haben. Und Better West weist alle Projekte, wenn Sie auch auf die Seite gehen,
auch immer über die CO2-Einsparung, die Laufzeit, wie viel Rendite auch gezahlt wurde aus und wie viele Investoren. Und wie Sie sehen, mit nur 100.000 Euro können Sie dieser Schule wesentlich weiterhelfen. Und es ist profitabel. Hier nochmal ein schönes Senegal-Beispiel. So, hier sagt Beta West, wir sind VIPs und sehr bekannt, stimmt auch. Würde ich auch sofort unterschreiben. Eine Frankfurter Firma, mit der man auch sehr leicht und wenn Sie möchten, sehr schnell in Kontakt geraten kann. So, für mich ist Resümee Beta West Crowdfunding. Ich habe von ganz vielen Aktivisten gehört, wir wissen nicht so recht, wie wir jetzt Afrika konkret helfen können. Und eine Plattform wie Beta West ist eine Möglichkeit mit vielen, die wenig geben und substanziellen Projekten, die in Afrika entwickelt werden, dort das Projekt zu finanzieren.